heute geschnippelt. 750 Kilo konnte man bei den Bauern einsammeln die letzten zwei Tage. Wir haben uns total gefreut. Die große Menge, das alles Gemüse, das sonst wegkommt und runtergepflügt wird oder nicht in Handel kommt, einfach weil es krumm und schief ist, halt nicht der Norm entspricht oder halt Stellen hat, die man wegschneiden müsste und so. Und wie viele Messer und Brettchen habt ihr heute hier? Mit wie vielen habt ihr gerechnet? Also wir haben ja eine Spülstation und wir haben das Ganze ja vor einem Jahr beim Bürgerfest schon mal gemacht und hatten Erfahrungswerte. Es sind so 170 Bretter von den Schälern und Messern sind ungefähr gleich viele, so 80, 90. Und was passiert am Ende, nachdem das alles hier geschnippelt wurde? Was passiert mit den Lebensmitteln? Wir haben uns ein paar Köche geangelt von den Regensburger Gastros und wir fahren in die BMW-Kantine und dort dürfen wir dann unter Profibedingungen einfach die Suppe zubereiten. Das ist vom Hygieneamt einfach vorgeschrieben, dass wir eben dann die Helferverpflegung auch öffentlich ausgeben dürfen. Und wie viel Liter Suppe kommen da am Ende bei rum? Ja, so 1200 bis 1500 Liter werden es schon werden. Und es gibt es dann gegen eine Spende von so 1 Euro im Zentrum Jugend, das ist am Goethe-Gymnasium, die nächsten Tage ab morgen Mittag. Super, vielen Dank, viel Spaß noch. Euch auch.